So, meine lieben Leute, moin moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hugo, Amicia und Arno. Und jetzt auch noch Sophia dabei. Also wir sind zu viert hier auf dem Boot und segeln Richtung Insel, von der Hugo immer träumt. Das Spiel? Black's Tale. So, reden wir mit allen mal. Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyenne, wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Oh. Nein. Jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord. Helft mir mal! Sieh am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden. Ja, mal gucken hier. Geht klar! Reden wir auch mit ihr da oben mal. Warte. Tiere. Vielleicht aus Afrika? Hugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Ach Quatsch. So, schauen wir mal, ob sie was Lustiges zu erzählen hat. Hey. Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du. Oh. Los, du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Und? Unbeschreiblich. Der Ruf der See. Die Freiheit. Dankeschön. Für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür. Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, Amicia, aber... Amicia! Oh. Die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! In die Insel schon? Guck doch, da ist was, oder? Ah, da kommt sie. Das ist sie, Lacuna. Cool. Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Dort auch ist. Wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudor sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und... Ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr soweit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. Runter hier unten ist. Vielleicht können wir da was einsammeln, bevor wir vom Bord gehen. Oh, sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Oh ja, die gehört Arno. Ich habe sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Bücher. Die sind selten.
Sie muss viel herumgekommen sein. Und jetzt verschachert sie das Zeug vermutlich illegal. Und? Und irgendwas muss man erleben. Okay, so viele Sachen sind die jetzt nicht. Ich glaube, viele haben beim ersten Mal geglaubt, dass das Ganze hier auf eine auf der Unreal Engine 5 basiert. Das tut es natürlich nicht. Die haben ein eigenes, ne? Hübsches Bett. Unser Kapitän hat guten Geschmack. Kräuter und Salben. Hugo, haben Sie geholfen? Ich hoffe, er fühlt sich besser. Ketten? Ringe? Sophia ist ja mächtig elegant. Räucherwerk. Das riecht so gut. Migrate. Das Mittelmeer. Lacuna müsste hier irgendwo sein. Hier? Oder vielleicht da? So. Darfst du hier hingehen? Wir sind soweit. Sieht echt cool aus. Coole Grafik hier mal. Wuhu! Bereit zum Entern! Tag! Werd ihr soweit, dann kommt! Ich zuerst! So ein netter Hafen. Oder einfach abholen und an den Steg rankommt. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Sieht schon ganz cool aus. Willkommen auf Lacuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Hugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Lass mal rumgehen. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen habe. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Und schnell hin, los! Ja. Kurz, ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los! Oh, das ist toll! Keine so Musik? Viele Farben und Parfums.
Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl Hallo, mein nicht, Herr. Dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man Später weiß ja vielleicht. Nie. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Wir müssen aufpassen, wie man alles fragt wahrscheinlich. Das ist aus wie ein Verbrecher, der hier steht, oder? Guck ihn an. Hier, ihn. Hallo. Guten Tag. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja, hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ja, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey. Danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der ist bestimmt wie so eine Sekte. Naja, er kennt sie müssen. Hab Geduld, Hugo. Hänger, da weiß bestimmt was. Können wir bald durch? Das dauert so lang. Immer mit der Ruhe. Erst muss der Weg frei sein. Die bringen gerade Waren zum Platz. Ich will endlich den Rest sehen. Ich auch. Es wird Jahr für Jahr. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das sehen wir uns alles an. Perfekt gedeckten Tisch. Was ist da drüben? Segen. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Ich kann mit dir reden können. Ja, es gibt noch viel zu entdecken. Da kommen wir nicht durch. Wie will ich sagen? Das war Gänse. Nur hier oder durch. Das ist blöd. Hallo. Was sagst du? Wollen wir längs? Soll ich hier mal reingehen? Ja, machen wir mal. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Was sind wir? Wir können helfen. Ja. Hä? Ja, nicht mit dir reden doch jetzt. Muss ganz dumm stehen. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Amicia, da gibt's noch mehr zu sehen. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling, nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Okay, fragen. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Ach, muss ich mal hochgehen, okay. Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Noch mal hier runtergehen? Ja. Ein Spiel mit Geschick. Wagt einen Blick. Oh, ein Spiel. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen?
Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Klar. Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Ohne? Ja! Ja. Ha, ich bin stolz auf dich. Anno. Ja, weiter so. Zeig sie diesen Grenzen. Volltreffer. Ja, beeindruckend. Unglaublich. Möge dies ein segensreiches Zeichen sein. Danke. Du bist so gut. Die Grenze hatten keine Chance gegen dich. Schauen wir uns weiter um. So, Festlichkeiten. Wie geht's hier weiter? Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Insel kann nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Oh, guck mal, unten ist ganz viel los. Gesang! Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und ihr braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios, ob sie das übertreffen können? Naja, sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine erdliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Machen wir noch nicht runter? Hin, mal rein. Jetzt rein. Guck mal. Können wir auch nicht durch. Das ist ja schade, sieht so offen aus und dann kann man da gar nicht durchlaufen. Das ist ja blöd gemacht. Hallo. Oh, Tänzer! Amicia! Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stelle ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte, ich segne auch die Tänzer. Fertig! Vielen Dank! Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folg mit der Parade! Klar. Sie sind da oben! Stiften wir schnell, woanders schnell. Ein bisschen. Ganz ich finde ruhig. Sie wir toll. Schon ein. Tja, warum wohl? Was ist hier los? Was ist hier los? Ja. Wahrscheinlich opfern sie jetzt ein Kind oder sowas. Totale Psychos. Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land der. Vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten? Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung?
Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt, das hat seinen Preis. Nein! Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Oh, oh. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir. Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf. Lauf! Ja! Okay, wir laufen mal wieder weg. Mann, dann sind wir nur am Flüchten, kann das sein? Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Das machen wir direkt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.